Der schwarze Kuss von Robert Block und Henry Cutner. Sie steigen in grünen Gewändern, brüllend aus den grünen Höllen des Meeres, wo gefallene Himmel und böse Töne und augenlose Kreaturen sind. Chesterton, Lepanto. 1. Das Ding in den Gewässern. Graham Dean drückte nervös seine Zigarette aus und begegnete Dr. Hedwigs verwirrtem Blick. Ich war noch nie so beunruhigt, sagte er. Diese Träume sind so seltsam hartnäckig. Es sind nicht die üblichen zufälligen Albträume. Sie scheinen, ich weiß, es klingt lächerlich, sie scheinen geplant zu sein geplante Träume. Blödsinn. Dr. Hedwig schaute verächtlich. "Sie, Mr. Dean, sind ein Künstler und von Natur aus von beeinflussbarem Temperament. Dieses Haus in San Pedro ist neu für Sie und Sie sagen, Sie hätten wilde Geschichten gehört. Die Träume sind auf Einbildung und Überarbeitung zurückzuführen." Dean blickte aus dem Fenster, ein Stirnrunzeln auf seinem unnatürlich blassen Gesicht. Ich hoffe, Sie haben recht, sagte er leise. Aber Träume sollten mich nicht so aussehen lassen, oder? Eine Geste deutete auf die großen blauen Ringe unter den Augen des jungen Künstlers. Seine Hände deuteten auf die blutleere Blässe seiner hageren Wangen. Das hat die Überarbeitung bewirkt, Mr. Dean. Ich weiß besser als Sie selbst, was mit Ihnen geschehen ist. Der weißhaarige Arzt nahm ein Blatt in die Hand, das mit seinen eigenen, kaum entzifferbaren Notizen bedeckt war, und betrachtete es eingehend. Sie haben vor ein paar Monaten dieses Haus in San Pedro geerbt, ja? Und Sie sind allein eingezogen, um etwas zu arbeiten. Ja, die Küste hier hat einige wunderbare Szenen. Einen Moment lang sah Deans Gesicht wieder jugendlich aus, als die Begeisterung sein aschiges Feuer entfachte. Dann fuhr er fort mit einem besorgten Stirnrunzeln. Aber ich kann in letzter Zeit nicht mehr malen. Jedenfalls keine Seestücke. Das ist sehr merkwürdig. Meine Skizzen scheinen nicht mehr ganz richtig zu sein. Es scheint eine Qualität in ihnen zu stecken, die ich ihnen nicht zugestehe. Eine Qualität, sagten sie. Ja, eine Qualität der Bösartigkeit, wenn ich das so nennen darf. Sie ist undefinierbar. Etwas hinter dem Bild nimmt die ganze Schönheit heraus. Und ich habe mich in den letzten Wochen nicht überarbeitet, Dr. Hedwig. Der Arzt blickte wieder auf das Papier in seiner Hand. Nun, da muss ich Ihnen widersprechen. Vielleicht sind Sie sich der Anstrengung, die Sie aufwenden, gar nicht bewusst. Diese Träume vom Meer, die Sie zu beunruhigen scheinen, sind bedeutungslos, außer als Hinweis auf Ihren nervösen Zustand. Sie irren sich. Dean erhob sich plötzlich, seine Stimme war schrill. Das ist das Schreckliche daran. Die Träume sind nicht sinnlos. Sie scheinen sich zu häufen, anzusammeln und zu planen. Jede Nacht werden sie lebhafter, und ich sehe mehr von diesem grünen, leuchtenden Ort unter dem Meer. Ich komme den schwarzen Schatten, die dort schwimmen, immer näher. Den Schatten, von denen ich weiß, dass sie keine Schatten sind, sondern etwas Schlimmeres. Ich sehe jede Nacht mehr. Es ist wie eine Skizze, die ich ausführe und nach und nach mehr und mehr hinzufüge, bis. Hedwig beobachtete seinen Patienten aufmerksam. Er sprach. Bis. Doch Deans angespanntes Gesicht entspannte sich. Er hatte sich gerade noch rechtzeitig gefangen. Nein, Dr. Hedwig. Sie haben sicher recht. Es ist Überarbeitung und Nervosität, wie Sie sagen. Wenn ich glauben würde, was die Mexikaner mir über Morelia Godolfo erzählt haben, nun, dann wäre ich verrückt und ein Narr. Wer ist diese Morelia Godolfo? Eine Frau, die Ihnen dumme Geschichten erzählt hat. Dean lächelte. Kein Grund zur Sorge wegen Morelia. Sie war meine Ur-Urgroßtante. Sie lebte in dem Haus in San Pedro und begründete die Legenden, glaube ich. Hedwig hatte auf ein Stück Papier gekritzelt. Nun, ich verstehe, junger Mann. Sie haben diese Legenden gehört. Ihre Fantasie hat sich ausgetobt. Sie haben geträumt. Dieses Rezept wird Sie wieder gesund machen. Danke. Dean nahm den Zettel, nahm seinen Hut vom Tisch und ging zur Tür. In der Tür hielt er inne. Und lächelte verschmitzt. Aber Sie haben nicht ganz recht, wenn Sie glauben, dass die Legenden mich zum Träumen gebracht haben, Herr Doktor. Ich begann sie zu träumen, bevor ich die Geschichte des Hauses erfuhr. Und damit ging er hinaus. Auf der Fahrt zurück nach St. Petro versuchte Dean zu verstehen, was mit ihm geschehen war. Aber er stieß immer wieder auf eine leere Wand der Unmöglichkeit. Jede logische Erklärung verlor sich in einem Wirrwarr der Fantasie. Das Einzige, was er nicht erklären konnte, was auch Dr. Hedwig nicht hatte erklären können, waren die Träume. Die Träume begannen, kurz nachdem er sein Erbe angetreten hatte. Dieses alte Haus nördlich von San Pedro, das schon lange verlassen war. Der Ort war malerisch alt und das zog Dean von Anfang an an. Es war von einem seiner Vorfahren erbaut worden, als die Spanier noch über Kalifornien herrschten. Einer der Dienst, damals hieß er Dana, war nach Spanien gegangen und mit einer Braut zurückgekehrt. Ihr Name war Morelia Godolfo und es war diese längst verstorbene Frau, um die sich alle späteren Legenden rankten. Dennoch gab es in San Pedro faltige, zahnlose Mexikaner, die unglaubliche Geschichten über Morelia Godolfo flüsterten. Sie, die nie alt geworden war und eine unheimlich böse Macht über das Meer hatte. Die Godolfos gehörten zu den stolzesten Familien Granadas, aber heimliche Legenden sprachen von ihrem Umgang mit den schrecklichen, maurischen Zauberern und Geisterbeschwörern. »Morelia«, so hieß es, hatte in den schwarzen Türmen des maurischen Spaniens unheimliche Geheimnisse gelernt, und als Dana sie als seine Braut über das Meer brachte, hatte sie bereits einen Pakt mit den dunklen Mächten geschlossen und eine Wandlung vollzogen. So lauteten die Geschichten, und sie erzählten weiter von Morelias Leben in dem alten Haus von San Pedro. Ihr Mann hatte nach der Heirat noch zehn Jahre oder länger gelebt, aber Gerüchte besagten, dass er keine Seele mehr besaß. Es ist sicher, daß sein Tod von Morelia Godolfo sehr geheimnisvoll vertuscht wurde, da sie weiterhin allein in dem großen Haus am Meer lebte. Das Geflüster der Bauern wurde in der Folgezeit ungeheuerlich verstärkt. Sie hatten mit der Veränderung von Morelia Godolfo zu tun, der zauberhaften Veränderung, die sie dazu brachte, in Mondnächten weit aufs Meer hinauszuschwimmen so dass die Beobachter ihren weißen Körper inmitten der Gischt schimmern sahen. Männer, die kühn genug waren, von den Klippen aus einen Blick auf sie zu werfen, konnten dann einen Blick auf sie erhaschen, während sie mit seltsamen Meerestieren spielte, die sich in den schwarzen Gewässern um sie herum tummelten und sie mit schockierend deformierten Köpfen umarmten. Es wurde behauptet, dass es sich bei diesen Kreaturen weder um Robben noch um irgendeine andere bekannte Form von Unterwasserleben handelte, obwohl manchmal ein kicherndes, verschlingendes Gelächter zu hören war. Es heißt, Morelia Godolfo sei eines Nachts dort hinausgeschwommen und nie wieder zurückgekommen. Aber danach wurde das Lachen aus der Ferne lauter und die sportlichen Aktivitäten zwischen den schwarzen Felsen gingen weiter, so dass die Erzählungen der ersten Bauern bis zum heutigen Tag aufrechterhalten wurden. Das waren die Legenden, die Dean kannte. Die Fakten waren spärlich und nicht schlüssig. Das alte Haus war baufällig geworden und wurde im Laufe der Jahre nur gelegentlich vermietet. Diese Vermietungen waren ebenso kurz wie unregelmäßig gewesen. An dem Haus zwischen White's Point und Point Fermin gab es nichts auszusetzen, aber diejenigen, die dort gewohnt hatten, sagten, dass das Rauschen der Brandung durch die Fenster mit Blick auf das Meer ganz anders klang, und auch sie träumten unangenehm. Gelegentlich erwähnten die Mieter mit besonderem Schrecken die mondhellen Nächte, in denen das Meer nur allzu deutlich sichtbar wurde. Auf jeden Fall verließen die Bewohner das Haus oft überstürzt, Dean war sofort nach der Erbschaft eingezogen, weil er den Ort für Ideal hielt, um die Szenen zu malen, die er liebte. Die Legende und die Fakten, die sich dahinter verbargen, hatte er erst später erfahren und zu diesem Zeitpunkt hatten seine Träume bereits begonnen. Zuerst waren sie ganz konventionell gewesen, obwohl sie sich merkwürdigerweise alle um das Meer drehten, das er liebte. Aber es war nicht das Meer, das er liebte, was er im Schlaf erträumte. Die Gorgonen lebten in seinen Träumen. Skylla schlängelte sich grässlich durch dunkle und wogende Gewässer, in denen Harpien schreiend umherflogen. Seltsame Kreaturen krochen träge aus den dunklen, tintenschwarzen Tiefen empor, wo augenlose, aufgedunsene Seeungeheuer hausten. Gigantische und schreckliche Leviathane sprangen und stürzten. Während monströse Schlangen dem spöttischen Mond eine seltsame Ehrerbietung darbrachten. Faulige und verborgene Schrecken der Meerestiefen verschlangen ihn im Schlaf. Das war schon schlimm genug, aber es war nur ein Vorspiel. Die Träume begannen sich zu verändern. Es war fast so, als bildeten die ersten Träume den endgültigen Rahmen für die größeren Schrecken, die noch kommen sollten. Aus den mythischen Bildern der alten Meeresgötter entstand eine andere Vision. Sie war zunächst unbestimmt und nahm über einen Zeitraum von mehreren Wochen langsam Form und Bedeutung an. Und es war dieser Traum, den Dean nun fürchtete. Es hatte sich meist kurz vor dem Erwachen ereignet: eine Vision aus grünem, durchscheinendem Licht, in dem dunkle Schatten langsam umherschwammen. Nacht für Nacht, Wurde das klare, smaragdgrüne Licht heller, und die Schatten verwandelten sich in ein sichtbares Grauen. Sie waren nie klar zu erkennen, obwohl ihre amorphen Köpfe für Dien einen seltsam abstoßenden Wiedererkennungswert hatten. In diesem Traum wichen die Schattenwesen zur Seite, als ob sie einem anderen den Weg ebnen wollten. In den grünen Dunst schwamm eine sich windende Gestalt ob sie den anderen ähnlich war oder nicht konnte die nicht sagen denn sein traum endete immer dort die annäherung dieser letzten gestalt ließ ihn immer in einem albtraumhaften anfall von schrecken erwachen er träumte davon irgendwo unter dem meer zu sein inmitten von schwimmenden schatten mit deformierten köpfen und jede nacht kam ein bestimmter schatten immer näher jeden Tag, wenn er erwachte und der kalte Seewind der frühen Morgendämmerung durch die Fenster wehte, lag er bis weit nach Tagesanbruch in einer trägen, teilnahmslosen Stimmung. Wenn er an diesen Tagen aufstand, fühlte er sich unerklärlich müde und er konnte nicht malen. Der Anblick seines hageren Gesichts im Spiegel hatte ihn an diesem Morgen gezwungen, einen Arzt aufzusuchen. Aber Dr. Hedwig war nicht hilfreich gewesen trotzdem löste dean das rezept auf dem heimweg ein ein schluck des bitteren bräunlichen tonikums stärkte ihn etwas aber als er sein auto parkte legte sich das gefühl der depression wieder auf ihn er ging auf das haus zu immer noch verwirrt und seltsam ängstlich unter der tür lag ein telegramm dean las es mit einem verwirrten stirnrunzeln ich habe soeben erfahren dass Sie in einem Haus in San Petro wohnen. Stopp. Es ist lebenswichtig, dass Sie sofort ausziehen. Stopp. Zeigen Sie dieses Telegramm Dr. Makoto Yamada, 17 Buena Street, San Petro. Stopp. Ich kehre mit dem Flugzeug zurück. Stopp. Besuchen Sie Yamada heute. Michael Lay. Dean las die Nachricht noch einmal. Und ein Blitz der Erinnerung durchfuhr ihn. Michael Lay war sein Onkel, aber er hatte den Mann seit Jahren nicht mehr gesehen. Lay war ein Rätsel für die Familie. Er war ein Okkultist und verbrachte die meiste Zeit damit, in die entlegensten Winkel der Erde vorzudringen. Gelegentlich verschwand er für längere Zeit aus dem Blickfeld. Das Telegramm, das Dean in der Hand hielt, kam aus Kalkutta und er vermutete, dass Lay vor kurzem von einem Ort im Inneren Indiens aufgetaucht war. Um von Deans Erbe zu erfahren. Dean durchforstete sein Gedächtnis. Er erinnerte sich jetzt daran, dass es vor Jahren einen Familienstreit um genau dieses Haus gegeben hatte. Die Einzelheiten waren nicht mehr klar, aber er erinnerte sich, dass Lay gefordert hatte, das Haus in San Petro abzureißen. Lay hatte keine vernünftigen Gründe genannt, und als die Forderung abgelehnt wurde, war er eine Zeitlang von der Bildfläche verschwunden. Und nun kam dieses unerklärliche Telegramm. Dean war müde von der langen Fahrt und das unbefriedigende Gespräch mit dem Arzt hatte ihn mehr irritiert, als ihm bewusst war. Er war auch nicht in der Stimmung, der telegrafischen Aufforderung seines Onkels zu folgen und die lange Reise in die kilometerweit entfernte Buena Street anzutreten. Die Schläfrigkeit, die er verspürte, war jedoch eine normale, gesunde Erschöpfung im Gegensatz zu der Trägheit der letzten Wochen. Das Stärkungsmittel, das er genommen hatte, war also doch von einigem Wert. Er ließ sich in seinen Lieblingssessel am Fenster mit Blick auf das Meer fallen und beobachtete die flammenden Farben des Sonnenuntergangs. Bald sank die Sonne unter den Horizont und die graue Dämmerung zog ein. Sterne tauchten auf, und weit im Norden konnte er die schwachen Lichter der Glücksspielschiffe vor Venedig sehen. Die Berge versperrten ihm die Sicht auf San Pedro, aber ein diffuses, fahles Leuchten in dieser Richtung verriet ihm, dass die New Barbary zu brüllendem, streitendem Leben erwachte. Langsam hellte sich das Gesicht des Pazifiks auf. Ein Vollmond ging über den Hügeln von San Pedro auf. Lange Zeit saß Dean still am Fenster, die Pfeife in der Hand vergessen und starrte auf die langsame Brandung des Ozeans, der mit einem mächtigen und fremden Leben zu pulsieren schien. Allmählich kroch die Müdigkeit heran und übermannte ihn. Kurz bevor er in den Abgrund des Schlafes sank, kam ihm da Vincis Spruch in den Sinn Die zwei wunderbarsten Dinge auf der Welt sind das Lächeln einer Frau und die Bewegung mächtiger Gewässer. Er träumte. Und dieses Mal war es ein anderer Traum zuerst nur Schwärze und ein Tosen und Donnern wie von wütenden Meeren, und seltsam vermischt damit war der verschwommene Gedanke an das Lächeln einer Frau und an die Lippen einer Frau schmollende Lippen, sanft, verführerisch, aber seltsamerweise waren die Lippen nicht rot, nein, sie waren sehr blass, blutleer, wie die Lippen eines Wesens, das lange unter dem Meer geruht hatte. Die neblige Vision veränderte sich, und für einen kurzen Augenblick schien Dien den grünen und stillen Ort seiner früheren Visionen zu sehen. Die schattenhaften schwarzen Gestalten bewegten sich schneller hinter dem Schleier, aber dieses Bild war nur von einer Sekunde Dauer. Es blitzte auf und verschwand, und Dien stand allein an einem Strand. Einem Strand, den er in seinem Traum wiedererkannt hatte. Die sandige Bucht unterhalb des Hauses. Die salzige Brise wehte ihm kalt ins Gesicht, und das Meer glitzerte wie Silber im Mondlicht. Ein leises Plätschern verriet, dass ein Meerestier die Oberfläche des Wassers durchbrach. Im Norden spülte das Meer gegen die zerklüftete Oberfläche der Klippe, die mit schwarzen Schatten gesprenkelt war. Dean verspürte einen plötzlichen, unerklärlichen Drang, in diese Richtung zu gehen. Er beugte sich. Als er über die Felsen kletterte, wurde er sich plötzlich eines seltsamen Gefühls bewusst, als ob scharfe Augen auf ihn gerichtet wären. Augen, die ihn beobachteten und warnten. In seinen Gedanken tauchte vage das hagere Gesicht seines Onkels Michael Lay auf, die tief liegenden Augen leuchteten. Doch schnell war es verschwunden und er fand sich vor einer tieferen Nische der Schwärze in der Klippenwand wieder. Er wusste, dass er dorthin gehen musste. Er zwängte sich zwischen zwei Felsvorsprüngen hindurch und fand sich in völliger, düsterer Dunkelheit wieder. Doch irgendwie war er sich bewusst, dass er sich in einer Höhle befand und er konnte Wasser in der Nähe plätschern hören. Überall um ihn herum lag der muffige, salzige Geruch des Verfalls des Meeres, der faulige Geruch von unbrauchbaren Meereshöhlen und Laderäumen alter Schiffe. Er trat vorwärts und stolperte, als der Boden steil nach unten abfiel, und fiel kopfüber in das eisige, seichte Wasser. Er spürte, anstatt es zu sehen, eine schnelle Bewegung, und dann wurden plötzlich heiße Lippen auf seine gepresst. Menschliche Lippen, dachte Dean im ersten Moment. Er lag auf der Seite in dem kalten Wasser, seine Lippen auf den empfänglichen Lippen, er konnte nichts sehen, denn alles war in der Schwärze der Höhle verloren. Die unheimliche Verlockung dieser unsichtbaren Lippen durchfuhr ihn. Er ging auf sie ein, bedrängte sie heftig, gab ihnen, was sie sehnlichst suchten. Das unsichtbare Wasser kroch gegen die Felsen und flüsterte eine Warnung. Und in diesem Kuss überflutete ihn das Unbekannte, er spürte, wie ein Schock und ein Kribbeln durch ihn hindurchging, dann ein Kitzeln plötzlicher Ekstase, und gleich darauf kam das Grauen. Schwarze, abscheuliche Fäulnis schien sein Gehirn zu überfluten, unbeschreiblich, aber furchtbar real, und ließ ihn vor Übelkeit erschaudern. Es war, als ob unsagbar Böses durch den blasphemischen Kuss auf seinen Lippen in seinen Körper, seinen Geist, seine Seele strömen würde. Er fühlte sich abscheulich verseucht, er fiel zurück, er sprang auf die Füße. Und Dien sah zum ersten Mal das grässliche Ding, das er geküsst hatte, als der untergehende Mond einen fahlen Lichtstrahl durch den Höhleneingang kroch. Denn etwas erhob sich vor ihm, eine Schlangen und Robbenartige Masse, die sich schlängelte und drehte und sich auf ihn zubewegte, glitzernd mit fauligem Schleim. Und Dien schrie und drehte sich um, um zu fliehen, mit albtraumhafter Angst, die an seinem Gehirn zerrte, und hörte hinter sich ein leises Plätschern, als ob eine sperrige Kreatur zurück ins Wasser gerutscht wäre. 2. Ein Besuch von Dr. Yamada. Er wachte auf. Er saß noch immer in einem Sessel vor dem Fenster und der Mond verblasste vor dem Grau der Morgendämmerung. Er wurde von Übelkeit geschüttelt. Ihm war übel und er schauderte vor der schockierenden Realität seines Traums. Seine Kleidung war schweißnass und sein Herz hämmerte wie wild. Eine ungeheure Lethargie schien ihn zu überwältigen, so dass er sich nur mit Mühe von seinem Stuhl erheben und zu einer Couch schwanken konnte, auf die er sich warf, um mehrere Stunden lang unruhig zu dösen. Das scharfe Klingeln der Türglocke weckte ihn. Er fühlte sich immer noch schwach und schwindelig, aber die beängstigende Lethargie hatte etwas nachgelassen. Als Dean die Tür öffnete, begann ein Japaner, der auf der Veranda stand, eine wippende kleine Verbeugung, eine Geste, die abrupt unterbrochen wurde, als sich die scharfen schwarzen Augen auf Diens Gesicht richteten. Der Besucher zischte ein wenig und holte tief Luft. Dean sagte gereizt: „Und wollen Sie mich sehen?“ Der andere starrte immer noch vor sich hin. Sein hageres Gesicht war unter einem steifen grauen Haarschopf fahl. Er war ein kleiner, schlanker Mann, dessen Gesicht von einem feinen Netz aus Falten überzogen war. Nach einer Pause sagte er, Ich bin Dr. Yamada. Dean runzelte verwirrt die Stirn. Plötzlich erinnerte er sich an das Telegramm seines Onkels vom Vortag. Eine seltsame, unangemessene Gereiztheit stieg in ihm auf und er sagte, schroffer als er beabsichtigt hatte, Ich hoffe, das ist kein beruflicher Besuch. Ich habe bereits Ihr Onkel, Sie sind Mr. Dean, hat mir ein Telegramm geschickt. Er war ziemlich besorgt. Dr. Yamada blickte sich fast verstohlen um. Dean spürte, wie sich Abneigung in ihm regte, und seine Verärgerung nahm zu. Mein Onkel ist ziemlich exzentrisch, fürchte ich. Es gibt nichts, worüber er sich Sorgen machen müsste. Es tut mir leid, dass Ihre Reise umsonst war. Dr. Yamada schien sich nicht über Deans Verhalten zu ärgern. Vielmehr zeigte sich für einen Moment ein seltsamer Ausdruck des Mitgefühls auf seinem schmalen Gesicht. Darf ich reinkommen? fragte er und trat selbstbewusst vor. Dean konnte ihn nicht aufhalten, da er ihm nicht den Weg versperrte und führte seinen Gast ungnädig in das Zimmer, in dem er die Nacht verbracht hatte und wies ihn auf einen Stuhl, während er sich mit der Kaffeekanne beschäftigte. Yamada saß regungslos da und beobachtete Dean schweigend. Dann sagte er ohne Vorrede: Ihr Onkel ist ein großer Mann, Mr. Dean. Dean machte eine unverbindliche Geste. Ich habe ihn nur einmal gesehen. Er ist einer der größten Okkultisten der heutigen Zeit. Auch ich habe übersinnliche Wissenschaften studiert, aber im Vergleich zu Ihrem Onkel bin ich ein Neuling. Dean sagte: Er ist exzentrisch. Okkultismus, wie Sie es nennen, hat mich nie interessiert. Der kleine Japaner sah ihn teilnahmslos an. Sie machen einen häufigen Fehler, Mr. Dean. Sie halten den Okkultismus für ein Hobby von Spinnern. Nein. Er hielt eine schlanke Hand hoch. Ihr Unglaube steht Ihnen ins Gesicht geschrieben. Nun, das ist verständlich. Es ist ein Anachronismus, eine Haltung, die aus den frühesten Zeiten überliefert ist. Als Wissenschaftler. Als Alchemisten bezeichnet wurden und Zauberer verbrannt wurden, weil sie einen Pakt mit dem Teufel geschlossen hatten. Aber eigentlich gibt es keine Zauberer und keine Hexen. Nicht in dem Sinne, in dem der Mensch diese Begriffe versteht. Es gibt Männer und Frauen, die bestimmte Wissenschaften beherrschen, die nicht gänzlich den weltlichen physikalischen Gesetzen unterworfen sind. Ein kleines, ungläubiges Lächeln erschien auf diens Gesicht. Yamada fuhr leise fort. Sie glauben nicht, weil sie nicht verstehen. Es gibt nicht viele, die diese größere Wissenschaft, die nicht an irdische Gesetze gebunden ist, verstehen können oder verstehen wollen. Aber hier ist ein Problem für Sie, Mr. Dean. Ein kleiner Funke Ironie flackerte in den schwarzen Augen auf. Können Sie mir sagen, woher ich weiß, dass Sie in letzter Zeit unter Albträumen gelitten haben? Dean drehte sich ruckartig um und starrte vor sich hin. Dann lächelte er. Zufälligerweise kenne ich die Antwort, Dr. Yamada. Ihr Ärzte habt eine Art, zusammenzuhalten, und ich muss Dr. Hedwig gestern etwas verraten haben. Sein Ton war beleidigend, aber Yamada zuckte nur leicht mit den Schultern. Kennen Sie Ihren Omer? fragte er scheinbar belanglos, und auf Diens überraschtes Nicken hin fuhr er fort. Und Proteus? Erinnern Sie sich an den alten Mann aus dem Meer, der die Fähigkeit besaß, seine Gestalt zu verändern? Ich möchte Ihre Leichtgläubigkeit nicht überstrapazieren, Mr. Dean, aber seit langem wissen die Studenten der dunklen Überlieferungen, dass sich hinter dieser Legende eine sehr schreckliche Wahrheit verbirgt. Alle Erzählungen über Geisterbesessenheit, über Reinkarnation, selbst die vergleichsweise harmlosen Experimente zur Gedankenübertragung, weisen auf die Wahrheit hin. Warum, glauben Sie, wimmelt es in der Folklore von Geschichten über Menschen, die sich in Bestien verwandeln konnten? Werwölfe, Hyänen, Tiger die Robbenmenschen der Eskimos, weil diese Erzählungen auf der Wahrheit beruhen. Ich meine nicht, fuhr er fort, dass die tatsächliche physische Metamorphose des Körpers möglich ist, soweit wir wissen. Aber es ist seit langem bekannt, dass die Intelligenz, der Geist eines Adepten, auf das Gehirn und den Körper eines zufriedenstellenden Subjekts übertragen werden kann. Die Gehirne der Tiere sind schwach, ihnen fehlt die Kraft des Widerstands, aber der Mensch ist anders, es sei denn, es gibt bestimmte Umstände. Als er zögerte, bot Diem dem Japaner eine Tasse Kaffee an. Kaffee wurde heutzutage in der Regel in der Kaffeemaschine gebrüht und Yamada nahm sie mit einer förmlichen kleinen Verbeugung als Anerkennung an. Dien trank seinen Kaffee in drei hastigen Schlucken und schenkte nach. Nach einem höflichen Schluck stellte Yamada die Tasse beiseite und lehnte sich ernsthaft vor. Ich muss Sie bitten, Ihren Geist aufnahmefähig zu machen, Mr. Dean. Lassen Sie sich in dieser Angelegenheit nicht von Ihren konventionellen Vorstellungen vom Leben beeinflussen. Es ist von größtem Interesse für Sie, dass Sie mir aufmerksam zuhören und verstehen. Dann, vielleicht. Er zögerte und warf wieder diesen seltsam verstohlenen Blick zum Fenster. Das. Leben im Meer hat sich anders entwickelt als das Leben an Land. Die Evolution hat einen anderen Verlauf genommen. In den großen Tiefen des Ozeans wurde Leben entdeckt, das dem unseren völlig fremd ist. Leuchtende Kreaturen, die zerplatzen, wenn sie dem leichteren Druck der Luft ausgesetzt werden. Und in diesen ungeheuren Tiefen haben sich Lebensformen entwickelt, die völlig unmenschlich sind. Lebensformen die der uneingeweihte Verstand für unmöglich halten mag. In Japan, einem Inselstaat, kennt man diese Meeresbewohner schon seit Generationen. Ihr englischer Schriftsteller Arthur Macken hat mit seiner Aussage, dass der Mensch aus Angst von diesen seltsamen Wesen ihnen schöne oder angenehm groteske Formen zugeschrieben hat, die sie in Wirklichkeit nicht besitzen, eine tiefe Wahrheit ausgesprochen. So haben wir die Nairaiden und Ozeaniden, aber dennoch konnte der Mensch die wahre Abscheulichkeit dieser Kreaturen nicht völlig verschleiern. Deshalb gibt es Legenden von den Gorgonen, von Scylla und den Harpien und bezeichnenderweise auch von den Nixen und ihrer Seelenlosigkeit. Zweifellos kennen sie das Märchen von den Meerjungfrauen, wie sie sich danach sehnen, die Seele eines Mannes zu stehlen und sie durch ihren Kuss herauszulocken. Dean stand jetzt am Fenster, mit dem Rücken zu dem Japaner. Als Yamada innehielt, sagte er tonlos. Fahren Sie fort. Ich habe Grund zu der Annahme, fuhr Yamada sehr leise fort, dass Morelia Godolfo, die Frau aus Alhambra, nicht ganz menschlich war. Sie hinterließ keine Nachkommen. Diese Dinger bekommen nie Kinder. Sie können es nicht. Was meinen Sie? din hatte sich umgedreht und stand dem Japaner gegenüber. Sein Gesicht war grässlich weiß, die Schatten unter seinen Augen schrecklich fahl. Er wiederholte Bosch. Was meinen Sie? Sie können mir mit Ihren Geschichten keine Angst einjagen, falls Sie das vorhaben. Sie, mein Onkel, will mich aus irgendeinem Grund aus diesem Haus haben. Ihr wollt mich auf diese Weise loswerden, nicht wahr? Ha? Sie müssen dieses Haus verlassen, sagte Yamada. Ihr Onkel kommt, aber vielleicht kommt er nicht rechtzeitig. Hören Sie mir zu! Diese Kreaturen, die Meeresbewohner, beneiden den Menschen. Sonnenlicht und warmes Feuer und die Felder der Erde, Dinge, die die Meeresbewohner normalerweise nicht besitzen können. Diese Dinge und die Liebe. Sie erinnern sich, was ich über die Übertragung von Gedanken gesagt habe. Nur so können diese Dinge das erlangen, was sie begehren, und die Liebe eines Mannes oder einer Frau erfahren. Manchmal. Nicht sehr oft gelingt es einer dieser Kreaturen, sich eines menschlichen Körpers zu bemächtigen. Sie sind immer auf der Hut. Wenn es ein Frack gibt, gehen sie dorthin wie Geier zu einem Festmahl. Sie können phänomenal schnell schwimmen. Wenn ein Mensch ertrinkt, sind die Abwehrkräfte seines Geistes gestört, und manchmal können die Meeresbewohner so einen menschlichen Körper übernehmen. Es gibt Geschichten von Männern, die aus Schiffwracks gerettet wurden und danach seltsam verändert waren. Morelia Godolfo war eine dieser Kreaturen. Die Godolfos kannten viel von der dunklen Überlieferung, nutzten sie aber für böse Zwecke. Die sogenannte schwarze Magie. Und ich glaube, dass dadurch ein Meeresbewohner die Macht erlangte, sich des Gehirns und der Körper der Frau zu bemächtigen. Es fand eine Übertragung statt. Der Geist des Meeresbewohners nahm den Körper von Morelia Godolfo in Besitz, und die Intelligenz der ursprünglichen Morelia wurde in die schreckliche Form dieser Kreatur des Abgrunds gezwungen. Mit der Zeit starb der menschliche Körper der Frau, und der usurpierende Geist kehrte in seine ursprüngliche Hülle zurück. Die Intelligenz von Morelia Godolfo wurde dann aus ihrem vorübergehenden Gefängnis geworfen und heimatlos zurückgelassen. Das ist der wahre Tod. Dean schüttelte langsam den Kopf, als wolle er leugnen, aber er sagte nichts, und Yamada machte unaufhaltsam weiter. Seit Jahren, seit Generationen, hat sie im Meer gehaust und gewartet. Ihre Macht ist hier am stärksten, wo sie einst lebte. Aber, wie ich Ihnen sagte, kann diese Übertragung nur unter ungewöhnlichen Umständen stattfinden. Die Bewohner dieses Hauses könnten von Träumen geplagt werden. Aber das wäre auch schon alles. Das böse Wesen hatte keine Macht, ihre Körper zu stehlen. Ihr Onkel wusste das, sonst hätte er darauf bestanden, dass das Haus sofort zerstört wird. Er konnte nicht ahnen, dass Sie jemals hier leben würden. Der kleine Japaner beugte sich vor, und seine Augen waren zwei schwarze Lichtpunkte. Sie brauchen mir nicht zu erzählen, was Sie im letzten Monat durchgemacht haben. Ich weiß es. Die Meeresbewohnerin hat Macht über sie. Zum einen gibt es die Blutsbande, auch wenn sie nicht direkt von ihr abstammen. Und ihre Liebe zum Meer. Davon hat ihr Onkel gesprochen. Sie leben hier allein mit ihren Bildern und ihrer Fantasie. Sie sehen niemanden sonst. Sie sind ein ideales Opfer. Und es war leicht für den Schrecken des Meeres, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen. Selbst jetzt, Zeigen Sie die Stigmata! Dean schwieg. Sein Gesicht war ein blasser Schatten zwischen den dunkleren Gesichtern in den Ecken des Raumes. Was versuchte der Mann ihm zu sagen? Worauf sollten diese Andeutungen hinauslaufen? Denken Sie daran, was ich gesagt habe. Dr. Yamadas Stimme war von fanatischer Ernsthaftigkeit. Diese Kreatur will sie. Wegen ihrer Jugend, ihrer Seele. Sie hat sie im Schlaf gelockt, mit Visionen von Poseidonis, den dämmernden Grotten in der Tiefe. Sie hat ihnen zunächst betörende Visionen geschickt, um zu verbergen, was sie tat. Sie hat ihnen ihre Lebenskraft entzogen, ihren Widerstand geschwächt und gewartet, bis sie stark genug ist, von ihrem Gehirnbesitz zu ergreifen. Ich habe ihnen gesagt, was sie will, was all diese hybriden Schrecken begehren. Sie wird sich ihnen zu gegebener Zeit offenbaren, und wenn ihr Wille im Schlummer stark auf sie wirkt, werden sie ihr Gebot ausführen. Sie wird sie in die Tiefe hinabführen und ihnen die von Kraken bewohnten Klüfte zeigen, in denen sich diese Dinge aufhalten. Sie werden bereitwillig gehen, und das wird ihr Verhängnis sein. Sie werden sie vielleicht zu ihren Festen locken, Feste, die sie mit den Ertrunkenen veranstalten, die sie aus Schiffwracks treiben lassen. Und sie werden den Wahnsinn im Schlaf erleben, weil sie sie beherrscht. Und dann, wenn sie schwach genug worden sind, wird sie ihr Verlangen haben. Das Meereswesen wird sich ihres Körpers bemächtigen und noch einmal auf der Erde wandeln. Und sie werden für immer in die Dunkelheit hinabsteigen, in der Sie einst im Traum gewohnt haben. Wenn ich mich nicht irre, haben Sie bereits genug gesehen, um zu wissen, dass ich die Wahrheit sage. Ich glaube, dass dieser schreckliche Moment nicht mehr weit entfernt ist, und ich warne Sie, dass Sie allein nicht hoffen können, dem Bösen zu widerstehen, nur mit der Hilfe Ihres Onkels und mir. Dr. Yamada stand auf. Er ging nach vorne und stellte sich dem benommenen Jungen von Angesicht zu Angesicht gegenüber. Mit leiser Stimme fragte er: In ihren Träumen hat sie das Ding geküsst? Einen Herzschlag lang herrschte völlige Stille. Dean öffnete den Mund, um zu sprechen, und dann schien ein seltsamer kleiner Warnton in seinem Gehirn zu erklingen. Er erhob sich, wie das leise Rauschen eines Muschelhorns, und eine unbestimmte Übelkeit überfiel ihm. Fast unwillkürlich hörte er sich selbst, nein, sagen. Schemenhaft, wie aus weiter Ferne hörte er, wie Yamada überrascht den Atem einsaugte. Dann sagte er, das ist gut, sehr gut. Jetzt hören Sie zu. Ihr Onkel wird bald hier sein. Er hat ein Sonderflugzeug gechartert. Werden Sie mein Gast sein, bis er ankommt? Der Raum schien sich vor Diens Augen zu verdunkeln. Die Gestalt des Japaners wich zurück, schwand dahin. Durch das Fenster drang das Geräusch der Brandung, das sich in Wellen durch Diens Gehirn wälzte. In seinem Donnern drang ein dünnes, eindringliches Flüstern durch. Näm an murmelte es. »Annehmen«, Und Dien hörte, wie seine eigene Stimme Yamadas Einladung annahm. Er schien nicht in der Lage zu sein, einen zusammenhängenden Gedanken zu fassen. Dieser letzte Traum verfolgte ihn und jetzt die beunruhigende Geschichte von Dr. Yamada. Er war krank. Das war es. Sehr krank. Er wünschte sich jetzt sehr zu schlafen. Eine Flut von Dunkelheit schien ihn zu überschwemmen und zu verschlingen. Dankbar ließ er zu, daß sie durch seinen müden Kopf strömte. Es gab nichts außer der Dunkelheit und dem unruhigen Plätschern aufgewühlter Wasser. Und doch schien er auf eine seltsame Weise zu wissen, dass er immer noch, ein äußerer Teil von ihm, bei Bewusstsein war. Er erkannte auf seltsame Weise, daß er und Dr. Yamada das Haus verlassen hatten, in ein Auto stiegen und eine lange Strecke fuhren, er unterhielt sich mit diesem fremden, äußeren, anderen Ich, beiläufig mit dem Arzt, betrat sein Haus in San Pedro, trank und aß. Und die ganze Zeit über war seine Seele, sein wahres Wesen, in Wellen von Schwärze begraben. Endlich ein Bett. Von unten schien die Brandung mit der Schwärze zu verschmelzen, die sein Gehirn verschlang. Sie sprach jetzt zu ihm als er heimlich aufstand und aus dem Fenster kletterte. Der Sturz erschütterte sein Äußeres beträchtlich, aber er landete unverletzt draußen auf dem Boden. Er hielt sich in den Schatten, während er zum Strand hinunterschlich. Schwarze, hungrige Schatten, die wie die Dunkelheit waren, die seine Seele durchströmte. drei. Drei furchtbare Stunden. Mit einem Schock war er wieder er selbst, ganz und gar. Das kalte Wasser hatte es getan, das Wasser, in dem er sich schwimmend wiederfand. Er war im Ozean, getragen von Wellen, die so silbern waren wie die Blitze, die gelegentlich über ihm zuckten. Er hörte den Donner, spürte den Stachel des Regens, ohne sich über die plötzliche Veränderung zu wundern, schwamm er weiter, als ob er sich eines ungeplanten Ziels bewusst wäre. Zum ersten Mal über einen Monat fühlte er sich völlig lebendig, eigentlich er selbst. Er schien sich nicht mehr um seine jüngste Krankheit, die seltsamen Warnungen seines Onkels und Dr. Yamadas und die unnatürliche Dunkelheit, die zuvor seinen Geist überschattet hatte, zu kümmern. Tatsächlich musste er nicht mehr denken. Es war, als würde er in all seinen Bewegungen gelenkt werden. Er schwamm jetzt parallel zum Strand und beobachtete mit neugieriger Distanz, dass der Sturm nachgelassen hatte. Ein blasses, nebelartiges Leuchten schwebte über dem peitschenden Wasser und schien ihm zuzuwinken. Die Luft war kühl, ebenso wie das Wasser, und die Wellen waren hoch, doch ihn spürte weder Kälte noch Müdigkeit, und als er die Dinge sah, die ihn am felsigen Strand vor ihm erwarteten, verlor er in einem Crescendo wachsender Freude jede Wahrnehmung seiner selbst. Das war unerklärlich, denn sie waren die Kreaturen seiner letzten und wildesten Albträume. Selbst jetzt konnte er sie nicht klar erkennen, als sie sich in der Brandung tummelten. Aber ihre düsteren Umrisse erinnerten ihn an vergangene Schrecken. Die Dinger sahen aus wie Robben, große, fischartige, aufgedunsene Ungeheuer mit breiigen, unförmigen Köpfen. Diese Köpfe ruhten auf säulenartigen Hälsen, die sich mit schlangenartiger Leichtigkeit bewegten, und er bemerkte, ohne eine andere Empfindung als neugierige Vertrautheit, dass die Köpfe und Körper der Kreaturen, ein vom Meer gebleichtes weiß hatten bald schwamm er zwischen ihnen hindurch mit einer eigentümlichen und beunruhigenden leichtigkeit innerlich wunderte er sich mit einem hauch seines früheren gefühls daß er sich jetzt nicht im geringsten vor den meeresbewohnern fürchtete stattdessen lauschte er fast mit einem gefühl der verwandtschaft ihrem seltsamen tiefen grunzen und gackern hörte zu und verstand er wußte was sie sagten und er war nicht erstaunt das was er hörte erschreckte ihn nicht obwohl die worte in den vorangegangenen träumen ein abgrundtiefes grauen in seiner seele ausgelöst hätten er wußte wohin sie gingen und was sie vorhatten als die gesamte gruppe wieder ins wasser hinausschwamm doch er hatte keine angst Stattdessen verspürte er einen seltsamen Hunger bei dem Gedanken an das, was kommen würde. Einen Hunger, der ihn dazu trieb, die Führung zu übernehmen, während die Dinger mit ungebremster Geschwindigkeit durch das tiefe Wasser nach Norden glitten. Sie schwammen mit unglaublicher Geschwindigkeit, doch es dauerte Stunden, bis sich eine Meeresküste durch den Nebel abzeichnete, erhellt von einem blendenden Lichtschein aus dem Meer. Die Dämmerung vertiefte sich zu echter Dunkelheit über dem Wasser, aber das Licht vor der Küste brannte hell. Es schien von einem riesigen Wrack zu kommen, das in den Wellen vor der Küste trieb, ein großer Schiffsrumpf, der wie ein zerknittertes Tier auf dem Wasser trieb. Um ihn herum waren Boote versammelt und schwimmende Lichtfackeln verrieten die Küste. Wie aus einem Instinkt heraus steuerte Dien mit der Meute hinter ihm auf die Stelle zu, Schnell und lautlos bewegten sie sich, ihre schleimigen Köpfe verschwammen in den Schatten, an die sie sich klammerten, als sie die Boote umkreisten und auf die große, zerknitterte Gestalt zuschwammen. Jetzt tauchte es über ihm auf, und er konnte sehen, wie die Arme verzweifelt fuchtelten und ein Mann nach dem anderen unter die Oberfläche sank. Die kolossale Masse, von der sie sprangen, war ein Frack aus verborgenen Trägern, in dem er die verzerrten Umrisse einer vage bekannten Gestalt ausmachen konnte. Und nun schwamm er mit neugierigem Desinteresse träge umher, wich den Lichtern aus, die über das Wasser schwammen, während er die Aktionen seiner Gefährten beobachtete. Sie waren auf der Jagd nach ihrer Beute lauernde Mäuler gähnten nach den Ertrinkenden, und schlanke Krallen hakten Körper aus der Dunkelheit. Wann immer er einen Mann in den Schatten erblickte, schnappte sich eines der Meerestiere geschickt sein Opfer. Nach einer Weile drehten sie um und schwammen langsam davon. Doch jetzt hielten viele der Kreaturen eine grausige Trophäe an ihrer schuppigen Brust fest. Die blassen, weißen Gliedmaßen der Ertrinkenden hingen im Wasser, als sie von ihren Entführern in die Dunkelheit gezerrt wurden. Begleitet von leisem, asigem Gelächter schwammen die Bestien davon zurück an die Küste. Dien schwamm mit den anderen mit. Sein Verstand war wieder verwirrt. Er wusste, was das Ding im Wasser war, und doch konnte er es nicht benennen. Er hatte gesehen, wie dieser hasserfüllten Schrecken Menschen in die Tiefe zerrten, doch hatte er nicht eingegriffen. Was war los? Selbst jetzt, als er mit beängstigender Gewandtheit schwamm, spürte er einen Ruf, den er nicht ganz verstehen konnte, einen Ruf, dem sein Körper antwortete. Die hybriden Wesen lösten sich allmählich auf, mit einem unheimlichen Platschen verschwanden sie unter der Oberfläche des schwarzen, gelben Wassers und zogen die erschreckend schlaffen Körper der Männer mit sich hinunter in die Schwärze, die unter ihnen lag. Sie waren hungrig. Dean wusste es ohne nachzudenken. Er schwamm weiter, an der Küste entlang, getrieben von seinem neugierigen Drang. Das war es. Er war hungrig. Und jetzt wollte er etwas zu essen holen. Stundenlanges, gleichmäßiges Schwimmen in Richtung Süden. Dann der vertraute Strand und darüber ein beleuchtetes Haus, das Diener kannte, sein eigenes Haus auf der Klippe. Jetzt kamen Gestalten den Hang hinunter. Zwei Männer mit Fackeln kamen zum Strand gelaufen. Er durfte sich nicht von ihnen sehen lassen. Warum wusste er nicht. Aber sie durften ihn nicht sehen. Er kroch den Strand entlang und hielt sich dicht am Wasser. Trotzdem schien er sich schnell zu bewegen. Die Männer mit den Fackeln waren nun ein Stück hinter ihm. Vor ihm zeichnete sich ein weiterer, vertrauter Umriss ab. Eine Höhle. Er war schon einmal über diese Felsen geklettert, wie es schien. Er kannte die Schattenlöcher, die den Felsen sprenkelten und erkannte den schmalen, steinernen Durchgang, durch den er sich jetzt zwängte. War das jemand, der weit weg schrie? Dunkelheit und ein plätscherndes Becken. Er kroch vorwärts und spürte, wie das kühle Wasser über seinen Körper kroch. Gedämpft durch die Entfernung kam ein eindringliches Rufen von außerhalb der Höhle. »Graham! Graham Dean!« dann stieg ihm der Geruch von feuchtem Meeresmief in die Nase. Ein vertrauter, angenehmer Geruch. Er wusste jetzt, wo er war. Es war die Höhle, in der er in seinem Traum das Meeresding geküsst hatte. Es war die Höhle, in der, jetzt erinnerte er sich. Der schwarze Schleier löste sich von seinem Gehirn und er erinnerte sich an alles, sein Verstand überbrückte die Lücke, und er erinnerte sich wieder daran, wie er an diesem Abend hierher gekommen war, bevor er sich im Wasser wiederfand. Morelia Godolfo hatte ihn hierher gerufen, hierher hatte ihn ihr dunkles Flüstern in der Dämmerung geführt, als er aus dem Bett im Haus von Dr. Yamada gekommen war. Es war der Sirenengesang des Meereswesens, der ihn im Traum angelockt hatte. Er erinnerte sich daran, wie sie sich um seine Füße gewunden hatte, als er eintrat, wie sie ihren vermehr gebleichten Körper in die Höhe geschleudert hatte, bis ihr unmenschlicher Kopf dicht vor seinem eigenen aufgetaucht war. Und dann hatten sich die heißen, breigen Lippen auf seine gepresst, die abscheulichen, schleimigen Lippen hatten ihn wieder geküsst. Ein nasser, feuchter, furchtbar gieriger Kuss. Seine Sinne waren in dem Bösen ertrunken, denn er wußte, daß dieser zweite Kuss den Untergang bedeutete. Der Meeresbewohner wird sich ihren Körper holen, hatte Dr. Yamada gesagt, und der zweite Kuss bedeutete das Verhängnis. Das alles ist schon vor Stunden passiert. Din rutschte in der Felsenkammer hin und her, um zu vermeiden, dass er sich im Wasser nass machte. Dabei blickte er zum ersten Mal in dieser Nacht an seinem Körper hinunter, blickte mit gewelltem Hals auf die Gestalt, die er drei Stunden lang im Meer getragen hatte. Er sah die fischartigen Schuppen, das schuppige Weiß der schleimigen Haut, sah die geäderten Kiemen. Dann starrte er in das Wasser des Tümpels, so dass sich sein Gesicht in dem schwachen Mondlicht spiegelte, das durch die Spalten in den Felsen drang. Er sah alles. Sein Kopf ruhte auf dem langen, reptilienartigen Hals. Es war ein anthropoider Kopf mit flachen Konturen, die monströs und unmenschlich wirkten. Die Augen waren weiß und hervortretend, sie wölbten sich mit dem glasigen Blick eines Ertrinkenden. Es gab keine Nase, und die Mitte des Gesichts war mit einem Gewürf von wurmstichigen blauen Fühlern bedeckt. Der Mund war das Schlimmste von allem. Dean sah blasse, weiße Lippen in einem toten Gesicht. Menschliche Lippen. Lippen, die seine eigenen geküsst hatten. Und jetzt waren es seine eigenen. Er befand sich im Körper des bösen Seedings. Des bösen Seedings. Das einst die Seele von Morelia Godolfo beherbergt hatte. In diesem Moment hätte Dean gerne den Tod begrüßt, denn das blanke, blasphemische Entsetzen über seine Entdeckung war nicht mehr zu ertragen. Er wusste jetzt von seinen Träumen und den Legenden. Er hatte die Wahrheit erfahren und einen schrecklichen Preis dafür bezahlt. Er erinnerte sich lebhaft daran, wie er im Wasser das Bewusstsein wiedererlangt hatte und hinausgeschwommen war, um die anderen zu treffen. Er erinnerte sich an den großen schwarzen Schiffsrumpf, aus dem die Ertrinkenden in Booten geholt worden waren, das zertrümmerte Wrack auf dem Wasser. Was hatte Yamada ihm gesagt? Wenn es ein Wrack gibt, gehen sie dorthin, wie Geier zu einem Festmahl. Und jetzt erinnerte er sich endlich an das, was ihm in jener Nacht entgangen war, was diese vertraute Gestalt auf dem Wasser gewesen war. Es war ein abgestürzter Zeppelin. Er war mit diesen Dingern in das Wrack geschwommen, und sie hatten Männer mitgenommen. Drei Stunden. Gott. Dean wünschte sich sehr zu sterben. Er befand sich in der Meeresleiche von Morelia Godolfo, und die war zu böse für weiteres Leben. Morelia Godolfo, wo war sie? Und sein eigener Körper, die Gestalt von Graham Dean? Ein Rascheln in der schattigen Höhle hinter ihm verkündete die Antwort. Graham Dean sah sich selbst im Mondlicht, sah seinen Körper, Strich für Strich, wie er sich heimlich am Pool vorbeidrückte, um sich unbeobachtet davonzuschleichen. Diens Schwimmflossen bewegten sich schnell. Sein eigener Körper drehte sich. Es war grauenhaft für Dien, sich in einem Spiegel zu sehen, in dem es keinen gab. Noch grauenhafter war es zu sehen, dass in seinem Gesicht keine Augen mehr zu sehen waren. Der Verschlagene, Spöttische Blick der Meereskreatur lugte hinter ihrer fleischigen Maske hervor, und sie waren uralt, böse. Der Pseudomensch knurrte ihn an und versuchte, in die Dunkelheit zu flüchten. Dean folgte ihm auf allen Vieren. Er wußte, was er tun mußte. Dieses Meereswesen, Morelia, hatte während des letzten schwarzen Kusses seinen Körper eingenommen. So, wie er in den ihren gezwungen worden war, aber sie hatte sich noch nicht genug erholt, um in die Welt hinauszugehen. Deshalb hatte er sie auch noch in der Höhle gefunden. Jetzt aber würde sie gehen, und sein Onkel Michael würde es nie erfahren. Auch die Welt würde nie erfahren, welches Grauen an ihrer Oberfläche lauerte, bis es zu spät war. Dean, dem seine eigene tragische Gestalt nun verhasst war, wußte, was er tun musste. Zielstrebig manövrierte er seinen spöttischen Körper in eine felsige Ecke. In den gelben Augen lag ein Blick des Schreckens. Ein Geräusch veranlasste Dean, sich umzudrehen und seinen Reptilienhals zu schwenken. Durch glasige Fischaugen sah er die Gesichter von Michael Lay und Dr. Yamada. Mit Fackeln in der Hand betraten sie die Höhle. Dean wusste, was sie tun würden, und es kümmerte ihn nicht mehr. Er nährte sich dem menschlichen Körper, der die Seele des Seeungeheuers beherbergte. Er nährte sich mit den eigenen Flossen des Ungeheuers. Er packte es mit seinen eigenen Armen und bedrohte es mit seinen eigenen Zähnen, nahe dem weißen menschlichen Hals der Kreatur. Von hinten hörte er Rufe und Schreie, aber das war Dien egal. Er hatte eine Pflicht zu erfüllen, eine Sühne zu leisten. Aus dem Augenwinkel sah er den Lauf eines Revolvers, der in Yamadas Hand glitzerte. Dann folgten zwei Stichflammen und das Vergessen, nachdem sich Dean sehnte. Aber er starb glücklich, denn er hatte für den schwarzen Kuss gesühnt. Noch während er in den Tod sank, hatte Graham Dean mit tierischen Reißzähnen in seine eigene Kehle gebissen und sein Herz war von Frieden erfüllt als er im Sterben sich selbst sterben sah. Seine Seele vermischte sich mit dem dritten schwarzen Kuss des Todes.